Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Wow. Das war echt ein Spätzünder. Ich habe nicht gecheckt. Oh, das ist ein Gegner. Lagerkiste durchsuchen. Das haben wir hier so. Wir könnten hacken, aber nö, komm. Warum? Wir brauchen gerade nichts. Wir haben eigentlich alles, was wir momentan brauchen, bin ich der Meinung. Können hier einfach ein bisschen durchspazieren. Bräuchten vielleicht noch ein bisschen mehr Money. Also Money ist hier in dem Spiel allgemein ein ganz großes Problem, finde ich, ne? Gibt wenig Money irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber dann ist das halt so. Aber momentan kommen wir noch klar. Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, so nah wie möglich an Ryans Tor zu gelangen, ohne dabei gesehen zu werden. Es ist extrem gut gesichert. Es gibt keine Möglichkeit, hineinzukommen. Für meine Bemühungen habe ich nur böse Blicke von Ryans Splicer-Freunden geerntet. Das hat man davon, wenn man versucht, den besten Elektroingenieur unseres Zeitalters zu überlisten. Ich höre eine Kamera. Ich sehe nur keine Kamera. Aber okay, finde ich bestimmt auch gleich noch. Die ist bestimmt hier. Ja. Wusste es. Ich wusste es. Ionischer Schrot ist gar nicht mal so schlecht für solche Dinger, ne? Würde ich erstmal meinen, Leute. Jetzt habe ich hier U-Event. Was könnten wir uns denn holen? Ionisches Skill, Autohacker, panzerbrechende Munition wäre ganz nice, ne? Komm, die holen wir uns mal ein bisschen. Und, Jesus, ich verzichte bei solchen Sachen auf das Hacken, Leute. Das lohnt einfach nicht. Beziehungsweise ist nicht so wichtig. Aber nein, sieh dich genau um. Das ist ja ein regelrechter Würmeraufmarsch. Sie alle hatten Mütter, Väter, Menschen, die sie liebten. Sie haben geheiratet und es mit ihren Ehefrauen getrieben. Warum glaubst du, du seist anders? Ich habe keinen Platz an der Wand für dich ausgewählt. Sag mir Bescheid, wenn dir einer besonders gut gefällt. Okay, was ist hier? Ich muss den dreckigen Affen drei Wochen lang hart rannehmen, bis er endlich ausgespuckt hat, wie man an Andrew Ryan rankommt. Man muss ein phasenverschobenes Overload im Harmonicore Nummer 3 erzeugen. So einfach ist das. Jetzt muss ich nur rausfinden, was zum Geier ein phasenverschobenes Overload ist. Und, wo wir schon beim Thema sind, was ein Harmonicore Nummer 3 ist. Ein Kinderspiel für einen Elektroingenieur. Dumm nur, dass ich Designerin für Damenschuhe bin. Ich gehe mal zu den paar Mechanikern, die bei der Wärmeverlustüberwachung noch übrig sind. Mal sehen, was ich aus denen rausbekomme. Frozen Field, bleiben Sie nicht in der Kälte stehen. Holen Sie sich heute noch Frozen Field. Ja, lass mal. Alle Parasiten versuchen, die Früchte anderer Leute Arbeit zu genießen. Ich würde dir ja gern die Gesetze der Technik erklären, die das, was du zu tun versuchst, im Keim erstickt. Aber das wäre, als ob ich dem Vieh im Stall Mozarts Musik erklären wollte. Okay. Hä? Hier ist niemand. What the fuck? Alles klar. Hacken. Erstmal noch da. Da. Nach unten. Nach unten. Nochmal nach unten. Zack. Fertig. Das war knapp. Wer heult denn hier? Sind die hier draußen? Oh ja. Jetzt so weg. Schnauze. Mal kurz nachladen. Gott.
Waffe aktivieren und abfeuern. Drücke dann zu betäuben. Was? Ja, was hat das jetzt gebracht? Dass ich das gerade hier aktiviert habe? Ich weiß nicht, was das gebracht hat. Okay, wir gehen einfach wieder zurück. Ach, wir können da lang, okay. Schnauze. Schnauze! Rapture erwacht wieder zum Leben. Da kannst du nicht hören, wie wieder Luft in ihre Lungen strömt, wie die Läden wieder öffnen, wie es in den Schulen summt von den Gedanken junger Köpfe. Nein. Meine Stadt wird leben. Meine Stadt wird gedeihen. Und wenn der Tag gekommen ist, werden wir aus deinem Grabstein Pflastersteine machen. Okay. Ich bin auch erstmal wieder weg. Bis dann. Viel Spaß noch. Alles klar, Bjarne. Aus Ryan. Danke dir auch bei was auch immer du tun wirst. Halt die Schnauze jetzt. Okay, die wird schon. Warum belastest du mich denn jetzt an? Tut da nicht, wie es aussieht. Okay. Scheint Fontaine kam sein eigener Untergang gar nicht so ungelegen. Am Silvesterabend kamen seine erbärmlichen Spleißer aus den Armenhäusern gestürmt und haben buchstäblich die Stadt gestürmt. Die Toten verfaulen auf der Straße und die Einwohner tun alles, um sich Plasmide zu besorgen. Sie wollen nur noch eins, sich das Gesindel vom Hals halten. Hä? Aloy! Nein, ich hab grad F gedrückt. Oh lol. Ich hab gar nicht gemerkt, dass der mich angegriffen hat. Wann hat der mich denn gerade bitte angegriffen? Ich hab das echt nicht mitbekommen. Muss ich ja leider zugeben. Es tut mir leid, Leute. Das wird immer eine Geburt, dieses Typen zu besiegen. Immer. Alter. Ich habe schreckliche Dinge gesehen und noch schlimmere Dinge selbst vollbracht. Danke. Du hast mich daran erinnert, dass noch nicht alles Licht auf der Welt erloschen ist. Ich schicke dir eine kleine. Sie wird dir behilflich sein. Cool. Das wolltest du aber schon machen. Schon länger. Okay, wir haben gerade kaum noch Waffen, merke ich gerade. Noch Napalm ganz viel übrig und noch Bolzen. Okay, demnächst muss ich auf jeden Fall Munition kaufen. Lol. Einfach abgefackelt. Nachladen. MG-Muni, oh schön. Herrlich. Also Muni ist jetzt doch momentan ein bisschen sehr knapp. Sehr gut. Ist euch eigentlich klar, dass wir uns im Krieg befinden? Nö. Wenn ihr die Wartung der Big Daddies nicht ordentlich macht, verbrauchen sie die R34er, so wie die Nutten im Eves Apple Penicillin fressen. Atlas Schläger greifen uns pausenlos an. Diese Woche sind schon zwei Mechaniker draufgegangen. Wir müssen die Verluste so gering wie möglich halten. Wenn ich mit Amateuren hätte arbeiten wollen, wäre ich an Land geblieben. Okay. Ups, nein, ich wollte Napalm lassen. Stein Fontaine kam sein eigener Untergang gar nicht so ungelegen. Am Silvesterabend kamen seine erbärmlichen Spleißer aus den Armenhäusern geströmt und haben buchstäblich die Stadt gestürmt. Die Toten verfaulen auf der Straße und die Einwohner tun alles, um sich was wieder zu besorgen. Sie wollen nur noch eins, sich das Gesindel vom Hals halten. Wo kommt der denn her? Der ist tot, alles klar.
Hallo, du! Okay, ich geh erstmal hier lang, Leute. Einfach nur erstmal, ja, Haare hängen im Auge. Erstmal, um zu gucken, was hier ist. Weil der Pfeil zeigt in die andere Richtung. Aber hier gibt's bestimmt noch irgendwas super Tolles zu holen. Ich höre einen Big Daddy, oder? Bringt mir nichts. Panzerbrechend, dafür habe ich nichts. Shit. Hacken. Da, nach da. Rein nach unten. Nach da. Seitlich, seitlich, fertig. Splittergranaten, okay. Ist nichts. Einfach alles öffnen einmal. Eine Leiche. Okay. Okay. Iongel. Iongel ist doch halt. Warte mal hier. Wir müssen erstmal. Nochmal nachladen gleich alles. So, hier haben wir. Ja, auch nicht mehr wirklich was, ne? Muss ich ja sagen. Wir haben wieder ein bisschen neuen Schrot. Wieder neue Kontaktminen. Munitionsautomat. Oh, herrlich. Napalm. Ionisches Gel haben wir die ganze Zeit, ne? Finden wir die ganze Zeit. Oh, kacke. Ja, da haben wir jetzt schon verkackt. Oh, wie unfair. Ne, wir machen Auto-Hacker. Das ist mir zu doof. So, wir... Ach, hier ist nichts Geiles eigentlich, ne? Nichts Geiles. Wir nehmen noch mal ein paar MG-Patronen hier. Bisschen Schrot. Pistolenkugeln, das war's. MG haben wir jetzt halt... schön viel eigentlich. Schrot haben wir jetzt auch wieder einiges, was halt echt nice ist. Da ist der Big Daddy, alles klar. Falls ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenband. Falls ich recht habe, naja, ich hoffe mal, ich habe recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt keine Gefühlsduselei leisten. Nein! Bloß das nicht. Kann ich angreifen. Wir haben so viel Adam. Danke. Kein Ding. Danke. Kein Ding. Oh Gott, ey. Achso. Hacken wir diesen Code? Komm. Ja, das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus eigentlich. Jetzt ein paar seitliche. Nach da. Nochmal nach da. Nein, shit. So, so, so. So, okay. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Könnte ich sie nicht kaputt hauen? Ja.
Ich kann sie nicht kaputt machen, oder muss ich gegen schießen? Es ging doch mit dem Schlagen, oder nicht? Egal. Hier kann ich auch noch lang, merke ich gerade. Ist hier irgendwas Cooles? Hier muss ich nicht rein. Das heißt, ich gehe hier jetzt einfach rein. Warte, ich habe halt keinen Plan, wo ich gerade hinlaufe, ne? Ist alles so verzwickt, so verwirrt. So, was haben wir denn eigentlich hier alles an Gehen? Wir haben hier, okay, Moment. Hier haben wir die ganzen... Bin ich auch zufrieden mit. Was haben wir hier? Wir haben einmal, du hältst ein wenig zusätzlich Gesundheit von Snacks und Bandagen. Okay. Achso, ja, gut. Verbandskästen verleihen etwas mehr Gesundheit. Was gibt's hier ansonsten? Hier ist mal mit einer Gesundheit. Okay, Ever Deep. Suchen jetzt mehr? Nein. Sicherheitskameras brauchen länger? Nein. Everlink 2. Verbandskästen da doch einfach. Ja. Weniger. Ja, haben wir extra Nutrition, alles klar, okay. Was haben wir hier denn so? Schwierigkeitsgrad beim Hacken, reduziert Flussgeschwindigkeit, verringert Schwierigkeitsgrad beim Hacken von geschützten Bots und bla. Verringert Preise allgemein, okay. Was haben wir hier ansonsten noch? Ah, wir haben nur 4 Sachen. Verringert Dauer von Kameraalarm, Überlastungsplatten weniger hacken, was? 2 Überlastungsplatten weniger beim Hacken, achso. Alarmplatte, Verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von achso. Ja, das ist ja... Okay, auch alles fit momentan. Erhöhten... Was? Nein, was hatte ich denn hier? Ich hatte hier was anderes. Ich hatte hier eben noch... Den hier. Sie nehmen weniger Schaden durch Feuer und fügen viel mehr zu, wenn sie Feuer verwenden, okay? Verringert alle physischen Schäden. Nehmen weniger Schaden durch Feuer und fügen... Achso, ja. Erhöhte Schraubenschlüsselschaden. Sie nehmen viel weniger Schaden durch Kälte und können Gegner frieren. Achso, ja. Weniger Schaden durch Kälte. Können Gegner gefrieren lassen, wenn sie mit dem Schraubenschlüssel treffen. Ach so. Okay. Cool. Erhöht die Forschungspunkte, die beim Fotografieren erzielt werden. Das ist ja egal. Schaden durch die Kameras, Botzen, Geschirr. Nee. Kaufen wirst, gibst du einen elektrischen Stark ab und fügst jedem Gegner eine nahe. Okay, wir bleiben bei Human Inferno. Okay, haben wir also nichts wirklich Krasses mehr zu verändern. Da ist noch was. Hier ist auch noch was. So, können wir nicht aufheben. Das hat mich gerade abgeschossen. Jugend. Ja. Oh, da. Das finde ich nicht okay. Was kann ich denn da am besten nutzen? Nehmen wir mal eine Splittergranate, komm. Achso, die haben wir. Okay, haben wir auch. Okay, was haben wir jetzt hier alles? Nichts außergewöhnlich krasses, ne? Heilen uns mal. Ja. Nichts unbedingt. Krasses. Alles klar. Dann gehen wir weiter. Reicht hier nicht so. Jetzt können wir hier wieder hoch. Der hat uns gerettet. Ich eine Attentäterin? Das ist köstlich. Ich hätte vielleicht mitgemacht, könnte ich mir vorstellen. Als Opfer der genetischen Manipulation, das ich bin. Ich habe ganz vergessen, dass ich einst an diesen Ort geglaubt habe. Ich habe an Ryan geglaubt. Doch als es eng wurde, glaubte Ryan nicht mehr an Rapture und an den großen Zusammenhang, die große Verkettung. Er glaubte nur an die Macht. Und jetzt ist dieser Ort im Arsch. Und mein Mädchen ist weg. Schlimmer als weg. Sie ist jetzt eins von diesen Dingern. Bin ich also eine Attentäterin? Tja, das kann man nur auf eine Art rausfinden. Das stimmt. Waffen-Upgrade, Leute. Armbrust, Bruchwahrscheinlichkeit, was? Justierer verringert stark die Wahrscheinlichkeit des Bolzen beim Einschlag brechen. Okay.
Hochspannungsbogen steigt durch. Er steigert den durch Armbrustbolzen verursachten Schaden. Okay. Chemowerfer brauche ich auch nicht. Granatwerfer. Eigentlich Rückstoßverringerung, Magazingröße. Eigentlich MG, würde ich sagen, ne? Nutze ich mit am meisten. Gen-Upgrades. Nice. Was haben wir denn hier alles? Alter, haben wir hier viel. Holy fuck, Modi. Range-Lacker dämpft deine Schritte und erhöht die Ahnung. Achso. Wollen wir. Oh, das wäre. Ah, okay. Das nehme ich. Wir haben ja gerade Medical Expert 2 gekauft, ne? Verringert massiv die Preise an. Okay, Vending Expert 2. Durch Vending Expert ersetzen. Wir können auch erstmal ein paar Upgrades hier. Ja. Ein paar Slots kaufen, oder? Erstmal ein Gesundheitsupgrade. Das ist wichtiger. Plasmid-Slot brauchen wir nicht. Was brauchen wir denn für Slots? Eigentlich ja ein Kampftoniker? Würde ich sagen. Körpertoniker. Können wir jetzt eigentlich beide? Was? Okay, und ein Kampftonikum? Achso. Wenn du getroffen wirst, einen elektrischen Schlag. Vorschmuck, fotografieren, sind die weniger Schaden. Nehmen wir das. So, Zorn. Macht das Ziel wütend und lässt jemand anderen angreifen. Winterblast. Friert noch länger ein, verschafft mehr Zeit, den eingefrorenen Gegner zu zerschlagen. Gefährlicher Insektenschwarm. Ist auch cool eigentlich, ne? Wirbelsplicer höher in die Luft, wenn diese über den Wirbel laufen. Hab ich gar nicht. Elektrobolt 3. Abfackeln 2. Abfackeln nutze ich. Deswegen nehmen wir das gerne. Alarmexperte. 2 Alarmplatten, weniger beim Hacken, brauchen wir nicht. Sie nehmen weniger Schaden durch Elektrizität. Sie fügen bei elektrischen Angriffen mehr Schaden zu. Das ist natürlich auch nice. Dann nehme ich dann lieber. Oh, dann wäre das ja eigentlich. Ich ersetze es durch Human Expert-Dings. Aber wir haben so viel zu kaufen, ne? Technik-Tunikum-Slot nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Komm, warum nicht? Aber jetzt habe ich. Oh. Ich muss bei so einem Automaten gleich nochmal hin. Ever-Upgrade nehmen wir auch mit. Komm, warum nicht? Dann. Gönnen wir uns noch Elektrobolt 3. Und. Vielleicht extra Nutrition noch? Eggers Delight. Das brauche ich nicht. Komm, wir haben noch ein bisschen was übrig. Wir kaufen uns eh alles. Später, also von daher. Sehr geil. Oh, nee. Ist nicht so einer, der sich portet. Ein Auto-Hacker gefunden gerade. Okay, das ist sehr schön. Okay, da ist nichts. Was ist hier unten noch? Wasser der Flüsse wird zu Blut. Wir werden dich ersäufen. Eine Stadt auf dem Meeresgrund errichten, welch ein Irrsinn. Aber wo sonst konnten wir uns aus den Klauen der Parasiten befreien? Wo sonst hätten wir eine Kunst entstehen lassen können, die nicht zensiert wird? Eine Wirtschaft aufbauen, die nicht kontrolliert und eine Gesellschaft erschaffen, die nicht zerstört werden kann? Es war nicht unmöglich, Rapture auf dem Meeresgrund zu bauen. Es war unmöglich, es irgendwo anders zu bauen. Okay. Gut zu wissen. Alles klar. So, da muss ich rein. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal noch einen anderen Weg. Was ist das hier oben? Eine Genbank. Oh, gut, das ist sehr gut. Die brauchte ich. Wir sind erstmal. Okay, nein, hier ist schon mal gut. Obwohl wir das durch. Haben wir nicht Winterblast 3 gekauft? Ne, wir haben Elektrobolt 3 gekauft, genau. Okay. So, kann ich denn. Ah, das ist schon das zweite. Kann ich denn auch nochmal Medical Expert geben, die jetzt.
Also. Ist das, wird das gestackt? Ich hoffe ja. Short Alarms. Ich hoffe, das wird gestackt. Eigentlich nehme ich lieber das. Weil Security Expert, Geschütze, Bots und Kameras, und die hacke ich ja nicht. Und das hier ist halt nicer. Würde ich mal meinen. Statische Ladung. Und das hier war, was hatte ich da vorher drin? Hier, Human Inferno, ne? Sie nehmen quasi, aber Feuerschaden ist halt auch geil, ne? Die statische Ladung wäre halt praktisch in Kombination damit. Ich brauche noch einen Slot mehr, aber ich nehme in der Zeit erstmal Human Inferno mit. Ist, glaube ich, um einiges besser. Oder schlauer, sagen wir mal so. Jetzt würde ich nochmal hier lang gehen. Weil ich hier noch nicht fertig war. Ich bin hier noch nicht fertig. Es gab hier noch... So, das kann ich doch eigentlich kaputt schlagen, oder nicht? Okay, ich kann nur durch drauf schießen kaputt machen, okay. Geh mal weg jetzt. Okay, ich kann das nur durch Schießen kaputt machen. Das ist gut zu wissen. Das finde ich doof. Aber gut, okay. Munition. Habe ich gehackt. Ich brauche Muni. Ich brauche ganz dringend Muni eigentlich. Schrot bin ich gut dabei. MG auch. Splittergranaten brauche ich nicht viel. Aber ich brauche mehr Pistolenmuni. So, erstmal reicht das. Die Pistolenmuni, weil ich ja viel von diesen elektrischen Dings gleich kaputt machen muss. Hier ist nur eine Genbank. Gut zu wischen. Hier rechts konnte ich auch noch lang. Ich gehe erstmal hier rechts lang. Zu wissen, was hier so ist. Chemowerfer. Ja, um die Waffe zu laden, stimmt. Sollte ich auch mal machen. Hier ist, könnte ich mich heilen. Hier ist noch so ein Big Daddy Leiche. Was habe ich hier nur? Erwischspritze. Brauche ich auch nicht momentan. Bin ich auch gut dabei. Den Tisch. Können wir eine Platte schieben. Das ist schon mal nett. Wo kommen wir hier hin? Das Grundgehäuse ist fertig. Ich habe eine Ladung Nitroglycerin in meinem Büro. Die verwenden wir als Initialzünder. Jetzt brauche ich 4 abgeschirmte R34-Kabelbrücken, um den Schaltkreis zu umgehen. Dann eine halbe Dose Ionengel. Das gibt der Mischung erst richtig Zunder. Das müsste den Kern in den Nachbrennermodus versetzen, so zu einer Überspannung führen und den Überlastschalter an Ryans Tor auslösen. Soweit die Theorie. Entweder es klappt wie am Schnürchen oder halb Rapture fliegt der Ball in die Luft. Naja, wer nicht wagt. Haben wir das jetzt? Und seine EMP-Bombe nie zu Ende gestellt. Du musst auch die 3 fehlenden Komponenten finden. Sie bringen dich in die Bombe. Ja, was waren die 3? Gerät Zentralhaken überlastet sollte. Leider verschwand er, bevor er seine Arbeit konnte. Bringe ihm alle benötigen. Ja, aber was sind die? Achso. Finde 2 Quarter Cannons Iongel. Finde eine Nitroglycerinladung. Finde 4 R34 Drahtbündel. Okay. Ich kann dir nichts versprechen, mein Freund. Aber ich werde mir Mühe geben. Thank you.
Geh mal. Ne? Die hält 4 aus. Geh mal. Mist, ich konnte gerade nicht schießen. Ich hatte schon nachgeladen, ja. Ich sollte mir meine Pistolenmuni aufsparen. Wenn ich kämpfe. Hierfür. So, die kann ich dran lassen. Den mache ich auch mal ab. Da kann ich da auch. Nein, kann ich nicht. Das kann ich auch dran lassen. Das hier soll auch bitte ab. Oh, ich weiß nicht, gegen was ich gerade aus Versehen gegengeploppt bin. Die beiden können eigentlich dranbleiben. Eigentlich brauche ich das nicht. Das kann auch dranbleiben, weil da muss ich auch nicht durch. Das hier möchte ich gerne abmachen. Okay. Fließt Blut auf den Straßen? Gewiss. Haben einige beschlossen, sich durch unvorsichtiges Splicen selbst zu vernichten? Zweifellos. Aber ich werde keine Verordnung herausgeben. Ich werde kein Gesetz erlassen. Die große Macht, die große Kette der Schöpfung bewegt sich langsam, aber dafür weise und umsichtig. Unsere Ungeduld öffnet den Parasiten Tür und Tor. Und wenn man ihn erstmal hereingelassen hat, wird er nicht mehr aufhören, die Stadt von innen aufzufressen. Also ich weiß nicht, ob ich die Nebenquest machen werde von dem Typen. Oh. Okay, dann muss ich mal eben. Alles nachladen, bitte. Ich hab noch nichts getan, okay? Ich hab noch nichts getan. Kontaktminen. Wie viel brauche ich eigentlich? Nur noch eine. Ionisches Gel, Stickstoff. Nehmen wir mal einen Napalm. Und komm, nehmen wir mal, naja gut, normale Bolzen. Vielleicht macht das ja genug Damage. Und wir fangen an mit den 3 Schüssen davon. Einfrieren, Elektrobolt, abfackeln. Ich glaube, ich... Explosiv, nein. Ich würde eigentlich ganz gerne die Kontaktminen nutzen. Geil. Hoch L. L. Nein. 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 Doch, doch, doch. Können wir nochmal Upgrades kaufen gehen, ne? Danke, Mister. Kein Ding. Danke. Kein Ding. Ich geh mit. Ich geh. Jetzt mal nochmal einen normalen Schrot nachladen. Wieder nehmen wir Splittergranate hier. Hier war auch nichts, ne? Ich finde das Teleportieren nicht nett. Ach, das ist einmal Igion-Gel, okay. Das hat man doch schon ganz oft gesehen, oder nicht? Ich hätte es bisher nur nie einsammeln können, irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob ich mir die Quest jetzt antue, sag ich jetzt mal. Oder ob ich es lasse. Ich bin mir da echt nicht sicher. Na komm, das können wir lassen. Ich hab dich für Geld verraten. Und was hab ich jetzt davon? Achso, ja, das zeigt mir jetzt. Okay. Arsch. Ich bin ja auf den Sack. Ist noch ein Big Daddy, der uns aber eigentlich nicht interessiert. Hier ist das zweite Ion-Gel. Somit haben wir beide Ion-Gel. Jetzt brauchen wir diese Draht... was auch immer. Napalm nehmen wir mit. Hier drin war ja... nur... stimmt, hier war nur dieser Kack. Sag ich jetzt mal. Also nichts Interessantes. Hier haben wir noch ein bisschen, ne? Splittergranaten. Mach ich die Quest jetzt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht wirklich... Nee, nee.
So, was können wir denn jetzt nochmal kaufen? Wir konnten... Hier habt ihr nochmal Winterblast, oder nicht? Da. Winterblast 2. Holen wir uns auch mit. Komm, warum nicht? Nur mal eine Erwischspritze, die wir nicht nutzen können. Ich würde gern bitte die andere Quest ausgerüstet haben. Gibt das Ion-Gel der Bombe? Achso, kann ich das auch... Serienladungen. Nee, ich muss doch hoch, okay. Zeigen mir die Pfeile wirklich an, wo ich hin muss? Also, wo ich jetzt was finde oder so? Wenn es der Fall ist, dann würde ich das natürlich gern machen. Aber auch nur dann. So, jetzt muss ich hier runter, okay. Nee, ich glaube, der zeigt mir nur den Weg dahin, oder? Weil irgendwie kommt mir das momentan nicht so vor, als würde er mir... Ja, er zeigt mir nur den Weg dahin. Na toll. Ah! Muss dafür Big Daddies besiegen. Wie es mir erscheint. Achso, was hatten wir? Ja, und jetzt führt mich der Weg wohin? Wohin führt mich der Weg? Hier rein. Hier rein? Warum führt er mich denn hier rein? Oh! Ich hätte gern doch eine Splittergranate. Danke. Stell dir den Willen vor, den man braucht, um so einen Ort zu erschaffen. Was hast du gebaut? Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Du bist kein Mensch. Ich bin kein Mensch. Ja, und jetzt? Gut, jetzt zeigt er mir nicht an, weil ich jetzt natürlich Big Daddies besiegen muss. Aber um ehrlich zu sein, habe ich darauf nicht wirklich Lust. So. Keine Lust, die ganze Zeit Big Daddies zu besiegen. Was ist da unten eigentlich? Komm ich da unten hin? Sein Licht dringt sogar bis in die Finsternis hier unten. Hä? Ups. Ne, hierdurch nicht. Hierdurch komme ich dann nicht unten hin. Wahrscheinlich war ich da vielleicht sogar schon. Kann sein. Also ich ühe hier die ganze Zeit nur rum. Ich mache gerade nichts Sinnvolles, merke ich, ne?